Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Mills. Ich fand ja, vieles in Ihrem Antrag war eine sehr schöne Idee. Sie haben ja auch Beispiele gebracht, wo schöne Ideen vermittelt werden. Und eine der schönsten Ideen finde ich, dass vor dem Hintergrund der außerordentlich schwierigen Situation in Berlin der dortige Verein Mensch, Mensch, Mensch e.V. eben dieses Welcome Refugees Portal aufgemacht hat, was sich speziell an die Leute richtet, die Wohnung suchen und die Wohngemeinschaften in erster Linie, aber auch Privatleute, die Zimmerwohnungen anzubieten haben und wo in der Tat auch Fragen, die Sie jetzt hier aufgeworfen haben, mit beantwortet werden. Und da gibt es auch Unterstützung auf dieser Homepage, da gibt es so, könnte das sein. Und das Schönste an dieser Seite ist auch, dass es dort Angebote gibt, die sich auch an die Städte Düsseldorf richten, also auch viel an die Communities in Düsseldorf, in Köln, in Bonn. Und das Allerschönste ist, dass auf diese Weise schon 286 Wohnungen vermittelt worden sind. Und in Nordrhein-Westfalen befinden die sich in Bonn, Dortmund, Köln und Münster. Das heißt also, auf dieser Seite sehe ich jetzt so den Bedarf, das jetzt auf der Landeshomepage auch nochmal wieder aufzulegen, nicht direkt, aber es zeigt, wie großartig eigentlich die Hilfsbereitschaft in unserem Land ist und wie viele Leute sich dafür interessieren, auch ein Zimmer zu teilen, nach dem Motto zimmerfrei, und auch Probleme, die damit zusammenhängen, wenn man Geflüchtete aufnimmt, zu lösen. Gelöst werden diese Probleme dann selbstverständlich in den Kommunen, weil die Frage nach Wohngeld, nach Finanzierung und so weiter ja nun wirklich auch eine kommunale Angelegenheit sind. Und da werden die dann in den Kommunen gelöst. Und von daher ist das ein nettes und sicher hilfreiches zusätzliches Angebot zu dem, was die Kommunen ja auch an Portalen eröffnen. Und da eröffnen sie ganz viele, und das ist auch gilt nicht nur für die Stadt Leverkusen, sondern so wie ich das wahrnehme, haben ganz, ganz viele Kommunen, auch die kleinen Kommunen, von denen Sie als CDU sprechen, da schon entsprechende Initiativen unternommen, um Wohnraumangebot, privates Wohnraumangebot zusammenzubringen mit Geflüchteten als Nutzer, um die Hilfsbereitschaft, für die wir ja eigentlich von dieser Stelle aus nicht genügend danken zu können, halt auch zu nutzen für ein besseres Miteinander in ihren Kommunen. Ich finde, dass die Kommunen hier wirklich auch oft über ihren Schatten springen. Ich weiß nicht, ob der Kommunalminister das gleich sagen wird, aber sie machen vieles möglich, was unter den Bedingungen der Bürokratie manchmal auch unmöglich erscheint, um dieses Zusammenkommen, dieses Ankommen in NRW in einer Kommune XY auch zu gestalten. Wir haben das im Ausschuss ja nun auch schon öfter diskutiert. Gleichwohl freue ich mich darauf, das noch weiter zu diskutieren. Und vielleicht kommen wir ja auch noch mal mit Blick auf das Angebot NRW hilft, noch zu weiteren Erkenntnissen und zu besseren Erkenntnissen. Aber ich verstehe diese Seite, die ich im Übrigen, da schließe ich mich dem Kollegen an, die ich im Übrigen wirklich sehr hilfreich finde. Ich finde, man kann die natürlich immer verbessern, Verbesserungen sind immer möglich, aber auf dieser Seite finde ich Hilfsangebote in Sachspenden, in Zeitspenden. Ich finde die Kommunen scharf. Ich kann also für meine Kommune, für Remscheid, genauso wie für Ihre Kommune nachsehen, was gibt es für Angebotsträger vor Ort, wie komme ich meinetwegen an die Frage Wohnraum ran und so weiter. Und ich finde, das ist eigentlich ein großartiges Angebot, das auch zeigt, wie sehr die Vielfalt in den Kommunen sich um diese neuen Herausforderungen kümmert. Und ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss, aber ich glaube, wir könnten da auch noch an Ihrem Antrag weiterarbeiten im Sinne einer Verbesserung. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin.